Hallo, hallo. Landsleute, Freunde, Schüler und Mentor, wir sind Virtual You. Und Virtual You ist eine Website, dass man kann Freunde finden. Und wir wissen, dass es gibt ganz schwer für einen Schüler im Ausland Freunde zu finden. Und eigentlich Schüler will nicht zu dem Sprechen und Kultur zu verstehen. Mit Virtual You, Schüler kann Freunde mit ähnlichen Hobby finden. In unserem Projekt es gibt ein paar spezielle Features, das meine Gruppe werde später erklären. Und wir hoffen, dass mit dem neuen Freunde finden von Virtual You helfen die Schüler in der Austausch oder in der Reisen kann. So jetzt am Logo. Wir haben das Logo-Design und einige der Webseiten erstellt. Der blaue Kreis repräsentiert die Welt und die weiße Blumenmuster verdient die Menschen der Welt. Wie bedeutet Virtual You? Die meisten Social-Media-Programme haben ein einfaches Symbol, sodass wir uns entschieden haben, unser Symbol nicht kompliziert zu machen. In diesem Projekt habe ich das Layout, die Login-Seite und das persönliche Profilseite gemacht. Darüber hinaus habe ich mit Danchi und Jerry die Ideen und von das ganze Design der Webseite ausgetauscht. Durch diesen Projekt Visual Studio Code habe ich HTML programmiert und über GitHub mit meinem Team ganze Zeit die Daten und das Prozess mitgeteilt. Also wir loggen ihn jetzt und nach dem Login sieht hier die Homepage. Also das ist unsere Homepage. Hier gibt es der Navigation Bar. Ja, hier sind die Navigation Bar und man kann hier etwas schreiben und Freunden suchen. Da unten sind die Searching Results. Ich gebe ein Beispiel. Wie zum Beispiel, ich mache sehr gerne Sport und möchte mit jemandem über Sport diskutieren. Also deshalb schreibe ich Sport und dann kann ich sehen, welche Users passen mir gut. Hier gibt es die Fotos und Aktivitäten von den Users. Es gibt viele Seiten und das könnt ihr hier sehen. Der Mann hier hat Bungee Jumping gemacht und Golf gespielt. Vielleicht finde ich ihn sehr cool und dann befreunde ich mit ihm. Das ist so, wie wir Freunde machen in Virtual You. Unsere Website sieht nicht so gut aus wie andere bekannte Webseiten, aber wir haben hart daran gearbeitet, um das dies zu machen. Um von Anfang das Ganze zu erlernen. Und die Lehrer haben uns sehr viel geholfen. Obwohl es viele Probleme haben, wie Probleme, Fehler und Sprachbarrieren gab, haben wir versucht, die Probleme zusammen zu lösen und zu arbeiten, wie es Hackers tun. Danke. Also, während unser wunderbares Frontend-Team eben das Design und so weiter übernommen hat, haben Anna und ich eben das Backend programmiert. Wir haben zum Beispiel eben, also jetzt gerade sind wir eingeloggt, man kann sich logischerweise auch wieder ausloggen. Dann sieht es so, also wenn man noch keinen Benutzer, also wenn man nicht eingeloggt ist, dann kommt immer dieser Screen, wenn man sich einloggt, kommt direkt die Homepage. Natürlich kann man sich auch neu registrieren. Dann man kann sein Profil ansehen. Das sieht bis jetzt noch nicht so cool aus, weil wir ewig daran gehangen sind, das irgendwie mit dem Backend irgendwie möglich zu machen. Aber naja, wir haben unser Bestes gegeben. Man kann sein Profil logischerweise auch bearbeiten. Das funktioniert dann mit diesem Formular. Realisiert wurde das Ganze mit JavaScript, HTML, CSS und Anna erklärt euch gleich noch was über die Database. Ja genau, also wir haben Firebase verwendet. Das schaut dann bei uns ungefähr so aus.
Wir haben User und wir haben Tags. Die Tags sind eigentlich fürs Matching. Und wenn wir matchen, das ist jetzt nur ein Testprogramm, weil ich bis 12 daran gearbeitet habe und wir es nicht mehr einbetten konnten. Und okay, jetzt funktioniert es nicht mehr. Und hat es auch funktioniert? Okay. Okay. Okay, es funktioniert doch. Da unten werden jetzt die ganzen Users angezeigt, die mit dem Test-User Hobbys und Sprachen übereinstimmend haben. Ja. Wir haben gelernt, wie man diese Website diesmal macht. Aber was noch wichtiger war, ich erkannte, dass ich aus dem zusammenarbeiten musste. Alle Menschen haben den Vorteil oder die Schwäche deshalb. Deshalb ist die Arbeit in einem Team eine gute Sache, um die Nachteile anderer zu kompensieren. Auf diese Weise können wir wie eine perfekte Person werden. Wir danken all unseren Lehrern und andere Menschen, die uns das alles beigebracht haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.